Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wir sind wieder am Start mit einem neuen Video. So sieht's aus. Ja, wir schnacken gar nicht lange drum rum. Du erklärst direkt, worum es heute geht. Und zwar haben wir vor uns ein verdecktes Rezept liegen, was wir uns gleich eine Minute anschauen werden und probieren uns alles zu merken, die Schritte, die Zutaten, alles. Und dann werden wir es weglegen und dann backen. Ja. Ja, bevor ihr jetzt sagt, ah, ist nachgemacht. Ja, wir sind nicht die Ersten, die das machen. Was ein Zufall. Aber wir finden das eine ganz lustige Idee und wollen mal schauen, wie wir das hinbekommen. Oh ja. Das Rezept wurde für uns rausgesucht, Genau. deswegen, wir wissen noch gar nichts. Wir wissen nicht mal, ob es ein Kuchen ist, ob es Kekse sind, ob es. Oh, das habe ich gar nicht dran gedacht. Kann man das da überhaupt so genau einstellen? Eine Minute ist ein Strich, würde ich sagen. Ja, aber ich meine, ja, okay. Ja, wollen wir vielleicht vorher so festlegen, wer was? Ja, wir sind zu zweit, ne? Wir haben es einfach und wir können uns das aufteilen. Richtig, also ich würde sagen, der sich am besten Sachen merken kann, merkt sich die Zutaten und also die Mengenangaben mit den Zutaten halt. Weil ich meine, die Schritte kann man halt auch. Dafür muss man auch, ja, du kannst schneller lesen als ich, ne? Ich bin sehr langsam im Lesen. Man kann nicht jetzt schnell lesen, oh Weiß ich nicht, habe Gott. ich jetzt so entschieden. Dann machst du die Schritte und ich mache die Zutaten. Ja, wenn nicht, kann man halt auch so ein bisschen rierende Das Problem ist, Sachen dass ich mir machen. keine Zahlen merken kann. Das ist halt ein Problem, ne? Das ist schlecht. Egal, du Okay. kannst dir aber gut Sachen merken. Deswegen, ich will Ja. nicht dran schuld sein, deswegen sollst du das Okay, machen. Moment. So, ich mache jetzt hier auf 1, Eins. 2, 3. Okay, warte, ich muss das mal da. Ja, Oh mein Gott. stimmt. Oh Gott, ich kann das nicht merken. 250 Gramm Das ist so kompliziert. Das ist ja so viel. Warte. Sie bimmelt nicht perfekt, aber ich glaube, es ist vorbei. Bimmel! Oh Mann, es hat nicht mehr funktioniert. Scheiße, und alles ist Okay. wieder weg aus meinem Kopf. Das Ding ist, bei mir war nur der erste Punkt wichtig. Der Rest ist. Wir haben 10 Zutaten. Eine haben wir nicht zu Hause. Welche? Kuchenglasur. Okay, suchen wir schnell die Zutaten zusammen, bevor sie vergisst. Okay, wir suchen jetzt die Zutaten und sehen uns gleich wieder. Hey! Yay! Okay, wir sind jetzt hier und suchen jetzt die Zutaten zusammen. Also wir brauchen 125 Milliliter Wasser, 125 Milliliter Milch. Obwohl, warte, wir können. Wie viel nochmal? Da kann man es so ungefähr machen. Ein Päckchen Backpulver. Ich weiß nicht, das ist Bonbon, oder das ist Vanillezucker. Obwohl da stand Bonbon, Schrägstrich. Dann nehmen wir das. Mehl brauchen wir 300 Gramm. 300 Gramm Ups, das Mehl. war zu viel. Aber das sind 150. Oh, scheiße. Ich will zu Schluck Milch. Das muss dazwischen liegen. Machen wir auch. Schale, super Milch. Kein Problem. Wie viel Mehl? Wollen wir das auch schon abwiegen? 300 Gramm brauchen wir noch. Wir brauchen weiche Butter. 250 Gramm. Wie viel Mehl? 300. Okay, 300 Gramm Mehl. 250 Gramm Zucker. 250 Gramm Zucker und 250 Gramm, das war noch irgendwas mit 250 Gramm. 250 Gramm Zucker. Wir brauchen 65 Gramm Kakao. Backpulver, wie viel? Ein Päckchen. Ein Päckchen. Du hast 10 gesagt, ne? Wir haben jetzt 1, 10 2. Zutaten, aber eine haben wir nicht, also 9. Eine fehlt. Oh, was war das? Butter. Ah. 250 Gramm geschmolzene Butter. 250 Gramm. Butterzucker, so habe ich mir das gemerkt.
Ich hab mir ein Lied gemacht, so. Aber das werde ich jetzt nicht singen. Okay. Kakao sollen wir denn auch schon dann machen? Mhm. Wie gut du das nicht gemerkt hast. Ich hab mir einen Song gemacht. Okay. Bei mir stand nämlich noch Salz. Im ersten Schritt. Ja, eine Prise Salz. Ja. Aber es war nur so eine Prise und irgendwie finde ich immer eine Prise so unnötig. Nein, das ist nötig. Ich stelle das schon mal auf den Tisch. Oh, ich bin so doof. Haben wir alles eigentlich? Ja, jetzt muss nur noch die Butter geschmolzen werden. Das war's. So, wir haben ja alle Zutaten hier. Ja. Und jetzt müssen wir auf dein Brain vertrauen. Ich weiß was gar nichts mehr, ne? Wir haben gerade noch mal drüber philosophiert, was es denn jetzt eigentlich ist. Also drüber stand Schokokuchen als Überschrift. Schokokuchen? Schokokuchen. Und dann stand für 16 Stück. Ja, du kannst einen Kuchen so oft durchschneiden, wie du willst. Ja, aber man schneidet ihn halt normalerweise in 12. Okay, also der erste Satz war, 4 Zutaten zusammenmischen. Das waren, Moment, das war die Butter, Zucker, Vanillezucker und Salz. Also Butter, Zucker, Vanillezucker. Mach das mal bei dir rein. Also Vanillezucker? Ich glaube, sicher bin ich mir bei gar nichts. Das dann nicht schlagen. Das ist so viel Butter. Was noch? Zucker? Zucker und die Prise Salz. Oh, reicht das Kabel? Ich habe ein Verlängerungskabel. Oh, du bist ja richtig schlau. Wie überrascht du was? Oh. Ja, mach ich auch. Soll ich das rühren? Ich rühre mal, ne? Ja, bitte. Ich bin irgendwie schamig geschlagen worden. Ist das so richtig? Ich weiß es nicht. Ich musste mir nur die Zutaten merken. War das so wie Butter? Ja. Oder? Ja, das oder? Stand ganz oben, 250 Gramm. Dann kam 250 Gramm Zucker. Das habe ich mir doch gemerkt. Ja, okay. 250 Gramm Butter, 250 Gramm Zucker. So insgesamt. Nein, ja. Gebacken wird es bei 150 Grad für 50 Minuten bei Umluft. Okay. Du kleines Opferchen. Moment, lass mich kurz in mich gehen. Das stand was mit dem Mehl und dann musste man, das habe ich mich nicht verstanden, da muss man irgendwie 3 Esslöffel da reingeben, unterrühren und den Rest mit dem Kakao mischen. Wir müssen eh noch mal. Hier, guck mal, wie eklig das wird. Das wird voll. Ja, deswegen, bevor das jetzt hier komplett. Ja, dann. Hier, das ist doch ungefähr ein Esslöffel. Ich weiß vor allem nicht mehr, wann die Eier rein. Die machen wir zur Not zum Schluss rein. Ich glaube, das muss jetzt untergerührt werden, weil da stand irgendwas mit einer Fettzuckermischung. Und ich glaube, das ist ja das. Ja. Und das ist da rein. Ja, und dann kommen, glaube ich, die Eier hierzu und dann muss das noch zusammen einfach gemixt werden. Kann nicht so viel falsch bei sein, oder? Ja, ne. Aber warum sollte ich erst 3 Esslöffel Mehl hier rein, um dann das restliche hier noch, weißt du? Damit das erst jetzt so ist und das dann vermengt ist. Ach so, und das Backpulver weiß ich auch nicht, das habe ich nicht gelesen. Ja, wollen wir das Backpulver einfach hier mit reinmischen? Ich finde das so schwierig, weil ich mir ein Rezept immer 1000 Mal durchlese. Ich finde das Stück auch mache. Sehr schwierig, weil ich nie backe. Jetzt würde ich das dazu dingsen. Nee, Moment, da stand irgendwas mit abwechselnd mit den Eiern. Moment, ich glaube, immer abwechselnd das und die Eier rein. Weißt du, immer davon was und dann die Eier. Das ist ja ein Umstand. Du hast hier eine richtig scheiß Schale genommen. Ich weiß auch nicht, warum ich die genommen habe. Das ist eigentlich ein Deckel, glaube ich. Mach noch einen. Ja. Oh, jetzt ist da ja voll viel Eierschale drin. Ich wollte nicht schon wieder meine andere Hand einsaugen. Tut mir leid. Warum nicht alles zusammen gleich? Sag mal, was sind das für harte Eier? Oder war das abwechselnd mit Wasser und Milch? Ich weiß es nicht. Dann machen wir jetzt einfach noch Wasser und Milch dazu. Ja. Moment. Ja, okay. Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Wow, 125 Milliliter Wasser. Das ist ja eine Suppe. Ja, das heißt ja. Aber komm, hier ist noch was drin. Ja, das ist ja so ein Fatzen. Oder was?
ein Krebsfall. Hallo, das ist jetzt voll der Plot-Twist. Ja, schon. Ja, dann machen wir jetzt einen Springform. Willst du? Nein. Okay, ich würde sagen, ich fette das hier schon mal ein. Wir haben jetzt hier die Springform auch schon mit, wie heißt das? Sollen wir Wasser reinmachen? Backpapier? Nein. Das war definitiv zu viel. Ja, dann flutscht er. Dann flutscht er. Wie Neugeborene. Der sieht gut aus. Oh, ich hab die richtig scheiße. Wenn du weiter drückst, fliegt sie ja hier aus der Hand. Okay, willst du sie anders nehmen? Boah, das hat richtig in meinen Armen vibriert. Damit die Luft da ist. Au, guck mal, wie hier zuckt. Mann, so. Ja, und jetzt kommt er bei 150 Grad für 50 Minuten auf das untere, in das untere Drittel reingeschoben. In den Ofen. Ich war noch nie gut in Mathe. So, während der Kuchen jetzt für 50 Minuten im Ofen brutzelt, werden wir jetzt uns einmal das Rezept angucken. Mal schauen, ob wir verkackt haben. Also ich habe das ja so lieblos auseinandergerissen. Grundrezept für Schokoladenkuchen. Ja, okay, wir hätten Bonbon-Vanille zu nehmen müssen. Aber egal. Oh, also, ich dachte, da steht Bonbon oder Vanille. Naja, egal. 250 Gramm weiche Butter haben wir. Weiche? Warum haben wir die dann geschmolzen? Naja, ich dachte, damit ist gemeint, dass die flüssig sein muss. Nein, aber ich denke, das ist nein. Okay. Deswegen ist es so nicht schaumig geworden. Ja, Mehl haben wir, Eier haben wir, Backpulver, Kakao, das haben wir alles. Milchwasser. Ja, und das wäre halt. Ja, egal. Also davon haben wir ja nichts. 250 Gramm Butter, Zucker, Vanillezucker und Salz. Sollen wir das zusammen? Okay. 300 Gramm Mehl, weitere Schüssel abwiegen, Eier nacheinander im Wechsel mit jeweils einem Esslöffel. Oh, wir hätten immer einen Esslöffel Mehl und dann... Nein. Ja, aber so ungefähr haben wir das doch. Ja, so ungefähr. Das haben wir ja gemacht. Restliches Mehl mit Kakaobackpulver mischen, zusammen mit der Milch kurz unterrühren. Das Wasser war nicht für den Teig gedacht. Das Wasser war für die Glasur gedacht. Okay, Wasser aufkochen, kurz abkühlen lassen und heiß unter den Teig. Nee. Moment. Ja, aber das haben wir doch so gut gemacht, oder nicht? Den ersten Schritt? Ja, wir haben halt alles zusammengemixt. Das Glattstreichen im vorgeheizten Backofen. Und das ist hier circa 15 Minuten backen, das stimmt schon mal. Fertigen Kuchen in eine Form. Auf Kuchengitter circa 15 Minuten abkühlen. Das habe ich schon gar nicht mehr gelesen. Ja, der Rest ist ja im Prinzip ist ja normal, ne? Guck mal, mir tut das voll leid. Papa hat das richtig schön noch zusammengetackert. So richtig liebevoll. Du hast es einfach aus deiner Größe. Ich hab einfach so. Zack. Okay, warte, ich muss das mal nach. Hier. Oh mein Gott. Dann sehen wir uns in 40 Minuten wieder. Nee. Nee. Wir sind soweit. Der Kuchen ist soweit. Essen. Also hat definitiv länger gebraucht als nur 50 Minuten. Soll ich halt schneiden? Willst du auch schneiden? Schneid du. Ebola. Oh, oh der Damm. Sieht richtig gut aus. Boah, Papa, schau mal. Sieht voll gut aus, oder? Ja, ist er eben noch weich? Ja, also so fluffig ist er. Fluffig, weil da stand ja glaube ich drin, dass man da reinpizzen soll, ne? Ja, yeah. Hey, ich dachte, wir probieren zusammen. Ja, zu spät. Hier. Danke. Hier. Oh, danke. Dann sag ich auch eine. Ja, toll. Ja, dann probiere ich auch mal. Was grinst du denn so? Weil ich wissen wollte, was du sagst. Ja. So, wir werden uns jetzt noch hier durchmampfen. Mhm. Ich habe jetzt bestimmt überall Schokolade. Wir wurden nämlich darum gebeten, noch jemanden zu grüßen. Und das dachten wir, machen wir mal so am Ende des Videos. Und zwar grüßen wir die... Ja, ich dachte, du sagst das jetzt. Ach so, ja, okay. Ja. Also wir grüßen die Romy Müller ganz herzlich. Genau. Ganz allerliebst. Sie hat nämlich gefragt, ob wir sie grüßen können. Und das können wir natürlich machen. Selbstverständlich. Also, schöne Grüße an dich, falls du das jetzt hier siehst. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann lasst trotzdem einfach einen Daumen nach oben da. Bis dahin.